Oh, ich habe kein Geld mehr. Schlecht. Keine 3 Geld mehr. Ich habe keine drei. Ich habe. Aber ich glaube, jetzt habe ich auch noch vier Geld. Ja, vier Geld. Ich hab mittlerweile wieder 67. Na, guck an. Antwortet der wieder nicht. Oh. Krieg ich eine Marke. Na gut, Naja. er kommt eh gerade in den anderen. Egal. Na gut. Job. So. Wie sehen habe ich einmal alles. Farmhouse, Roadhouse, Streethouse, nochmal Farmhouse, nochmal ein Streethouse, ein Prison. Haben wir jetzt eigentlich erstmal alles drin, eine Taschenlampe, warte mal. Wir brauchen die starke Taschenlampe, da haben wir drei drin. Das ist gut, Thermometer haben wir drin. Hinzufügen, pass mal auf, wir machen wir noch. Keine Ahnung, Videokamera haben wir drin. Thermometer. Ach, ich hau jetzt einfach nochmal alles rein, was ich jetzt hier habe. Kopf. Mach einfach, die Versicherung gibt dir doch wieder Geld. Richtig. Sanity-Pillen müssen wir auch. Ach, machen wir jetzt wieder. Zack, zack. Ja. Eventuell könnten wir alles drin haben. Das ist die Frage. Das Ding ist halt, Highschool, Prison und Asylum, das ist alles noch sehr sind groß. Halt so groß, dass es zu zweit eigentlich keinen Sinn macht. Ich habe gerade schon jemanden mal geschrieben, der mitmachen will, aber der reagiert tatsächlich noch nicht. Ach, jetzt bin ich ja live, jetzt muss ich ja gucken, ob meine Frisur sitzt. Warte mal, sitzt. Das ist schlecht, da ich ein Tobi auf. Der Armin hat mir zwar gestern Haare geschnitten, aber trotzdem. Oh, kommen wir mal erst mit das hier. Ich bin bereit. Ach nee, noch bin ich nicht bereit, aber ich bin dann. Jetzt bin ich bereit. So, jetzt bin ich gespannt. Jetzt ist er wieder weg. Der ist weg. Wo bleibt er denn? Wo bist du? Wo bist du? Wo bleibt er denn? Mann! Und ich warte. Und ich... Da ist er! Ja, jetzt Haus brauchst du nicht mehr so lang. Das ist so nervig. There's been no reports of violence or sightings, but please remain careful. Oh. So. Ich raste aus, ist das geil. Schon wieder alleine. Wer ist? Achso. Carol. EMF, oh, kennst du noch das von der Schule? Robert Carroll oder wie das hieß? Oder hier dieses. Ja, aber ich wüsste gerade gar nicht mehr, was wir damit machen mussten. Ja, wir mussten da irgendwelche. Irgendwas programmieren. Ach, war das nicht. Ja, ja. Aber. Was war denn das gleich nochmal? Also, ja, wir mussten was programmieren, aber was mussten wir denn da programmieren? Das war so ein Mensch? War wirklich so ein kleiner Roboter, wo du diese komischen Wege da irgendwie programmieren musstest, dass der an sein Ziel ankommt, hau mich tot, was weiß ich. Ah, stimmt. Gottes Willen, das ist Ewigkeit näher. So. Das haben wir. Muss mal hier mal noch. Zack, zack. Zack, zack. Gut, also wir brauchen EMF. EMF, Salz, Geisterhand, Bewegungssensor. Haben wir Bewegungssensor? Ich denke halt. Schon. Ich hoffe es. Ja. Hammer. Gut. Ich nehme EMF und Kamera mit. Am Gut. Anfang. Dann nehme ich wieder die Geisterbox mit, auf alle Fälle. Und hier, Temperatur. Genau. Schlüssel hast du? Jo. Jo. Das haben wir. Ja, dann, let's go. Es schneit.
Willen. Kommt gleich wieder Weihnachtsstimmung. Nee. Weihnachtsmann. Hast du Weihnachten? Ich hab dir einen langen Brief geschrieben, dass dich alle Kinder lieben. Okay, und ich hoffe, du liebst auch mich. Weihnachtsmann! Ich bin ein absoluter Cringe. Ich hasse Weihnachten. Das ist nicht schön. Achso, Temperaturen. Let's go. 2 Grad. Also ich glaube, jetzt müssen wir... Ach nee, jetzt sind wieder 18 Grad. Was ist das denn? Hab das Ouija Board gefunden. Oh, sehr gut. Das müssen wir unbedingt dann ausprobieren. Das ist das Schöne, wenn du die Maps auswendig kennst. Du weißt, wo die Sachen liegen. Ach, ist das nicht immer random irgendwo? Die haben nur gewisse Spawn-Regionen. Tatsächlich. Ach so. Ja, das ist Faser. Irgendwo. Okay. Oben im Badezimmer läuft Wasser. Eine Kamera hast du mitgehabt, oder? Da könntest du also theoretisch gleich fotografieren. Ja, ich bin erst mal unten. Alles ist hier fertig. Ich höre es halt nur hier schon. Du bist da. Hi. Wo läuft's denn? Oben. Ach, alles klar. Ich verlaufe mich immer. Dann ist er safe auch irgendwo hier. Ich glaube, der hat gerade die Dusche noch angemacht. Ja, hier im Nebenzimmer ist noch ein Bad. Ja, da hat er die Dusche angemacht. Oh, hier sind 1 Grad. EMF2. Oh, warte. EMF5. Oh. 2 Grad, ja. Er ist hier im Zimmer. Okay. Soll ich gleich mal mit dem reden? Ja, mach mal. Bist du da? Wo bist du? Der hat gesagt, behind you. Bist du ein Kind? Oder ist ein alter Sack? Und wir haben Gefriertemperaturen. Sind die Zwillinge? Komm, sag's mir mal. Bist du hinter uns? Gib uns ein Zeichen. Was war das letzte? Komm erstmal wieder runter. Jeder der beiden Zwillinge kann verärgert werden und einen Angriff auf seine Beute starten. Die Zwillinge interagieren oft gleichzeitig mit der Umgebung. Interesting. Also, aber vor allem hast du gesagt Zwillinge, ne? Wenn ich aber EMF5. Achso, ich hab Geisterbuch. Gut, sorry. Wer lesen kann, hat klar einen Vorteil, ne? Macht aber auch Sinn, wenn man also in 2 verschiedenen Bädern halt das Wasser angemacht haben. Ja. Aber ich bin klitzig. Und vor allem beim zweiten Bad. Im zweiten Bad war die Tür ein kleiner Spalt schon offen. Deshalb war eigentlich schon klar, dass die da oben sind. Aber komm, lass trotzdem mal noch Salz machen, damit wir Punkte und Money kriegen. Ja. So, Salz und Bewegungssensor. Das kann weg. Geisterbox kann Bewegungssensor weg. Dieser kleine Pisser, ne? Behind you. Ich klatsch dich, Alter. Ich klatsch dich. Oh, vor allem haben wir immer noch Zeit. 10 Sekunden. Nice. Also fängt er jetzt gleich an zu handeln. Das Salz. Ja,
Salz. Immer noch Salz wieder. Bewegungssensor. Ist ein Bewegungssensor? Habe ich schon. Okay. Ja, ja. Was sagt der Sanity? Ah, passt ja noch. Passt noch. Kriegen wir noch hin. Klar. Paranormale Erscheinungen oder wie? Ja, genau. War das oben? Ja, ne? Ich hab schon wieder Orientierung. Ja. Ja. Erzähl einfach mal irgendwo. Also schon in den Räumen, aber. Das müsste reichen. Ja, im Endeffekt müssen wir nur drauf warten. Lauf durch! Jetzt! Geisti Geist! Tod, Leben, Tod, Leben, Tod. Alter, schrass aus, ne? Wenn er jetzt auf immer hier irgendeine Geisteraktivität macht, ich sterbe, glaube ich. Wäre schön, wenn das Wasser wieder... Blenden ganz leicht, ne, die Taschenlampen. Ja, die starken, ja. Kann man das irgendwie ausmachen, das Wasser? Ja, oh, wenn du... Oh, scheiße. Wenn du... Oh, jetzt habe ich meine Taschenlampe ins Wasser gehauen. Wow! Ja. Irgendwie könnte man das... Mit F? Nee. Was habe ich jetzt gemacht? Ah, keine Ahnung. Wie funktioniert das Ouija-Board? Ouija-Board? Mhm. Warte. Aber nicht, dass wir sterben. Ist ja auch scheiße. Nö, das machst du am besten immer an der Ausgangstür. Damit du schnell raus kannst. Jo. So, warte. Was geht ab, Chat? Erzählt mal ein bisschen was. Oh. Ja, moin. So. Geh drauf. Muss man sich draufstellen? Nee, nee. Achso. Wo bist du? Oh, wow, wow, geil. Bitte lächeln. Wo. Hast du jetzt mitgeschrieben? Ja. Ja, der hat im Endeffekt jetzt nur gesagt, dass er oben im Bedroom ist. Hast du jetzt einfach... Aber du kannst ihn jetzt zum Beispiel noch fragen. Ja, du brauchst einfach nur fragen, keine Ahnung, wie alt bist du? Okay, wie alt bist du? 3. Vor... ah! Herrlich! Vor uns mit der Geisterbox bist du ein Kind. Und dann sagt er, der ist alt. Und jetzt fragst du den, wie alt er ist. Und der so, 3. Bist du ein Kind? Ey, bist du ein Kind? Dann lass uns halt! Du musst halt nur aufpassen, wenn du dein Ouija-Board benutzt, geht deine Sanity sehr stark runter. Oh. Aber du kannst zum Beispiel mal fragen, bist du allein? Das machen wir noch, ja. Weil im Endeffekt sind ja Zwillinge. Bist du allein? Oh. Null. Der ist zu null. Der ist zu null. Gut. Oder das war jetzt das noch von vorhin. Da ist 30. Meinst du, der hat einen Delay? Genau. Das wird sein. Der hat ein kleines Problem. Mal ganz kurz Überblick. Also durch Salz ist er gewandert, aber ein Bewegungssensor war er nicht. Los. Wo bist du? Erzähl nochmal, komm. Turbel? Was? Erst durch den Bewegungssensor durch. Sehr schön. So. Dann Feierabend. Was haben wir noch für Aufgaben? Haben wir noch irgendwas? Oh, da handelt gerade schön.
Nö, nö, wir haben ja alles. Ja, dann. Den ein. Jo. Hast du einen eingeloggt? Warte. Das braucht gleich ein bisschen hell. Weiße. Ja, Zwillinge sind drin. Zwillinge sind drin, alles klar. Mhm. Na, guck mal, was du jetzt zum Beispiel an Sanity hast. 7%. Geil. Back. 60. Na, das ist nicht gerade viel. Ja, das ist halt Anfänger, ne? Das machen wir jetzt mal. Aber nee, zu dem Ouija Board, wir sind rein mit 90% und du kamst raus mit 60, mit 3 Fragen. Okay. Also es nimmt rapide ab mit dem Ouija Board. Sollst du halt wirklich einfach nur die Fragen am besten stellen. Oder eine Frage stellen. Geht's hier raus? Wo bist du? Wow. Oh, Alter. Dieses scheiß Drecksding. Ich bin nicht erschrocken. Oh, es ist mir gleich warm. Alter Falter. Das kalt dir. Was bewegt sich denn da so? Du musst, also ich weiß nicht, ob es bei dir jetzt auch nochmal geht. Das ist ein Jumpscare. Ach so, okay. Oh, ich bin... Ist das neu? Ist neu. Oh, du kannst spielen. Ach, ein Spiel über Basketball. Whip. Das habe ich schon oft genug gespielt, okay. Basketball. Naja. Gut, dann hauen wir jetzt mal hier wieder Zeug rein. Hinzufügen. Warte mal, was haben wir alles? Ich vergesse immer, was alles schon drin ist. Und dort haben wir einmal EMF, haben wir Taschen- und Geisterbuch, haben wir einmal Geisterbox, brauchen wir auch nicht nochmal. Fotoapparat, pass auf. Ich bin sofort wieder da. Julia. Ja, kein Problem. Ich mache hier was weiter. Wenn ich jetzt wieder wüsste. Kerzen. Was war denn gleich nochmal mein Hotkey für den... Was ist das? Feuerzeug, zack. Audiosensor. Mhm. Starke Taschenlampe. Das war's. Das So, zurück kaufen. Starke Taschenlampe. Alter, das ist aber auch übelst teuer. Heftig. Heftig. Die Taschenlampe. Gut, dann machen wir jetzt hier oben noch. Alter, nein! Solange wie da ja jetzt weg ist, ne? Müssen wir ja irgendwie. Wir bringen mal ein bisschen Stimmung rein. Oh, es ist laut. Oh, sinnlos. Jetzt habe ich einen falschen Knopf gedrückt. Nein, so muss ich nochmal. So was. Moment, jetzt muss ich gucken. Zack. So. Zurück zum Game. Bescheuert. Zurück. Jetzt müssen wir aber nochmal schauen. Ich wollte jetzt aber hier. Es geht gleich weiter. Wir müssen sowieso erstmal auf den Lukas noch warten. Ich komme. Joho. Ich bin da. Sehr schön. So, wieder in den Stream. Stream. Lass mal die Szene noch ändern. So. Ach Gottes Willen. So, jetzt müssen wir nochmal. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie das geht. Es gab mal eine Möglichkeit bei Twitch, dass du einen Link erstellst, wo du beide Streams gleichzeitig sehen konntest. Okay. Und du hattest einen Chat dann dafür, sozusagen.
Ich weiß nicht mehr, wie das ging. Das können wir dann mal vielleicht beim nächsten Mal gucken. Ich hab das früher nämlich gerne. Ich hab das nämlich früher öfters gemacht. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie das funktioniert. Da bin ich noch zu neu dafür. Warte. Das haben wir doch. Ich habe vor uns gerade auszusehen, das hier verlassen. Du musst dann nochmal neu reinkommen. Was hast du gemacht? Ich bin aus Versehen, statt auf Escape zu drücken, bin ich auf Verlassen und da war ich wieder raus und musste neu reinkommen. Sorry. Warum bin ich wieder drin? Achso. Darauf müssen wir erstmal noch einen Schluck trinken. Wach. Ah, ich weiß wieder, wie es geht. Warte. Mhm. Dann macht man einfach diesen hier. Immer gucken, wie du geschrieben hast. Oh ja. Aber es geht den anderen bei mir auch nur so. Ach so, shit. Ja, ich spiel mal hier so bitte mit Voice Mods gerade rum. Mal gucken. Mach mal. So. So komme ich als bösen Doktor. Pass auf. Ich schick dir mal den Link, gell? Was muss ich dann machen? Den kannst oder warte mal, kann man bei dir in den Chat Links reinschicken? Oh, das weiß ich gerade nicht. Muss mal probieren. Ich weiß gerade, ob ich es ausgemacht habe. Hi, George. Ja, hast du. Ich habe 300 Sekunden. Oh nein. Warte, ich schicke dir den mal bei WhatsApp. Du selber kannst den nämlich reinschicken. Und theoretisch sehen die dann deine Ansicht und meine Ansicht. Okay. Ich bin gespannt, oder? So, Link eigentlich wurde kopiert praktisch. Und den hast du gesagt, stell ich bei mir jetzt rein. Genau. Okay, hab ich gemacht. Wenn du jetzt auch auf den Link zum Beispiel drauf gehst, dann siehst du auch dein. Nein. Oh! Bei dir, ach, für mich muss man erst wieder draufklicken, dass du hier, weil du ab 18 und so. Das habe ich noch gar nicht gemacht. So. Gottes Willen, das war. Also. Mein Rahmen ist gar nicht mehr. Bumm. So. Diddle-diddle. So. Wieder Job. Ist auch wirklich ganz praktisch, wenn du da beide siehst. Ja, das haben wir früher mal gerne gemacht, wenn wir so Rainbow Six Siege und sowas gestreamt haben. Weil da war das immer ganz praktisch für den Zuschauer, wenn er beide sieht. Klar, so brauchen nicht einen Tarswitch oder irgendwas. Streams. Fokus. Eben. Ich muss auf einem anderen Bildschirm ziehen. Das kommt, wir spielen Basketball. Boop. Daneben. So, was nehmen wir von einem anderen Street aus? Komm, wir werden immer fortgeschritten, dann machen wir ein bisschen Kohle. Ja, machen wir. Oh, und hier unten auch gleich reingetroffen. Ja! Erstmal ganz gechillt die Decke angucken. Ich feier das. Müsste mal wieder gemacht werden. Herrlich. So. Mein Stuhl quietscht. Dein Stuhl quietscht? Mein Stuhl hat gequietscht. Du musst noch Betreit drücken. Oh, sorry. Bereit. Okay, let's go. Ja, wir sind wieder nicht da. War klar. Kriegt mal gleich ein Herzklopfen, hä? Ich finde diese Spielerei cool.
So, bei ihm lädt's noch. Nice. Da ist er. Da ist er. Da ist er. Willkommen zurück. Ich sehe das auf meinem OBS nicht. Ich muss da mal auf dem Tablet gucken. Meine Scheiße am Rand dann passt noch nicht so ganz. Das ist noch nicht ganz flüssig. So, jetzt ist es flüssig. Erreichen Sie durchschnittliche Geisteszustand von unter 25. Easy. Easy. Lassen Sie den Geist durch Salz schon wieder und Räucherstäbchen. Ja gut, den Nancy ist es. Nancy Johnson. Nancy Johnson. Nancy, das schnappe ich mir. Und wieder alleine, was? Er reagiert nur auf alleine. Ach so. Mann, was ist denn mit denen? Ich hab keine. Alle schüchtern. Wieder jeder nimmt sein Zeug hier. Ich nehm wieder. Ja. Das ja. Und das und. Jawohl. Sisi. Und eine Kopfkamera. Schlüsselhammer. Easy peasy. Strom ist ein. Perfekt. Ich bin vorbeigerannt. Oh, nee. Oh. Hauptsache, die fängt schon wieder übelst an zu stöhnen hier. Naja, wenn du so mit der rumrennst. Sorry. Es geht nicht jeder pumpen wie du. Jeden Tag. Na, sicher. Zeit hast du die Zeit dazu. Ich gehe so straff arbeiten. Ja, genau. Genau wie ich, ne? Ja. Ach, jetzt habe ich gerade das Walkie-Talkie angemacht. Jetzt das Walkie-Talkie? Ich habe schon wieder irgend so ein komisches Knochenstück da vorne gefunden. Das habe ich auch schon fotografiert. Weißt du, an was mich das erinnert? Krrk. SpongeBob an Patrick. Krrk. Die Leckerschmecker sind gelandet. Ich glaube, das ist der Wein, der langsam anschlägt. Sorry. Krrk. Krrk. Okay, ich lasse es sein. So. Ich habe den Strom mal eingeschalten. Da habe ich wohl ein Timeout. Nein! Ich sehe es gerade. Dann kann ich ja erzählen, wie ich will. Warte, ich komme raus. Oh, der hat den Fernseher angemacht. Moment. Diddle-diddle. Immer dasselbe hier. Kleiner Moment.